Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, da oben wartet unser erstes Monster für heute. Der gute alte Rathalos. Mittlerweile habe ich auch gereiht, dass ich das direkt von Anfang an machen kann, um mich zu verteidigen. Was mich auf jeden Fall bei den Rathalos gleich nerven wird und jetzt eigentlich sogar schon anfängt teilweise, ist, dass der zum Großteil echt ein Luftkämpfer ist. Das heißt, seine Hauptlebenszeit verbringt er in der Luft. Was mich mega nerven wird. Ich weiß, dass er vergiften kann, also habe ich 10-mal was gegen Gift dabei. Aua. Erstmal heilen, das ist wichtig. Und wenn es nur ein Trank ist. Aua. Er kämpft ein bisschen anders als früher. Aber auch nur so ein bisschen. Diese Luftwelle und das da hat er vorher zum Beispiel nie gemacht. Kann da auch explosive Sachen hinsetzen? Die Blitzbomben habe ich eigentlich dabei, dass wenn der fliegt, der direkt runterfällt. Ihr könnt euch aber auf jeden Fall freuen. Es wird jetzt nur noch 2 Offline-Folgen geben. Ich versuche jetzt die restlichen 2 Monster in 2 Videos zu packen. 2 Monster. 4 Monster. Und dann kommen wir auch endlich zu den Online-Questen. Da muss ich aber auch erstmal Termine finden, wo wir alle 4 versammeln können. So, und runter mit dir. Manchmal will er den letzten Schlag einfach nie annehmen. Ich will nicht brennen, nein! Lass mich doch wenigstens den Seilkäfer nutzen! Oh Leute, ist euch auch so warm? Auf den Flügel! Du schreist hier nicht! Ich habe überhaupt nicht getroffen. So, jetzt habe ich die beste Chance, den Schweif zu treffen. Er fällt einfach direkt nochmal um. Hat er überhaupt Balance, der Junge? Danke, Katze. Das war nett. So, Gesicht ist auch gebrochen.
Ja, ich weiß, dass die Explosivwaffe bei dem eine recht relativ schlechte Wahl ist, aber ganz ehrlich, sonst rückt meine Rüstung so gut wie gar nichts. Die versteckt nämlich alles, was mit Explosionen zu tun hat. Zum Glück wird der Angriff trotzdem durchgeführt, wenn ich den einmal gemacht habe. Diesen Angriff, der sieht so OP aus, aber irgendwie trifft er nicht ein einziges Mal. Reingucken. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Kooperation. In die Säule mit dir. Ist da nur eine Säule? Da ist eine Säule. So, jetzt zersäbel ich den Flügel. Wirf die Blitzbombe, damit ich ihn wetzen kann. Habe ich bitter nötig. Ich habe sogar einen Entschuldigung. Hatte was im Hals stecken noch. So, ich glaube, ich habe jetzt sämtliche Körperteile gebrochen. Jetzt bist du ein gebrochener Drache. Ich hätte es lustig gefunden, wenn er jetzt direkt runtergeflogen wäre. Also ich hätte hier zur Not ein Schild gegen sein Feuer gehabt, tatsächlich. Und er wollte an mir rumknabbern. Das finde ich aber gar nicht in Ordnung. Also in diesem Spiel gibt es nur einen einzig wahren Drachen und das ist und bleibt der Rathalos. Ich habe übrigens auf dem Weg auch eine Lebenkröte gefunden. Auf diesem Lava-Weg. Die nutze ich jetzt mal. Ich habe mich selbst gelähmt. So, auf den Rücken. Den kann ich nämlich noch brechen. Er ist fangbereit, aber... Ich will jetzt eine Falle... Oh, ich habe gar keine Falle mitgenommen. Ups. Okay, dann muss ich ihn umbringen. Nein. Ihr wird nicht abgehauen. Komm, einen, den wir zur Abwechslung umbringen, macht jetzt auch keinen so riesen Unterschied. Tja, da ist wohl jemand hungrig, ne? Und wenn man dann auch noch geblendet wird, ist richtig doof. Ich kenne das, Rathalos. Zack. So, jetzt kann ich wenigstens mal auf den Rücken gehen. Und gebrochen. Zack. Tot ist er. Wir sehen uns beim nächsten Monster. Das nächste Monster müsste der Diablos sein. Oder war es Diabolos, glaube ich. So Leute, es ist soweit, wir bekämpfen den Diablos. Der mich jetzt erstmal anschreien will. Gut, dass ich es einfach kontern kann.
Bei ihm habe ich mich mal ein bisschen anders vorbereitet, als ich es sonst tue. Bei ihm habe ich nämlich noch eine Zusatzwaffe bzw. ein Item mitgenommen, nämlich die Fassbomben. Weil der macht immer so einen schönen Charge und wenn man es schafft, dass der in die Wand chargt, dann bleibt er stecken. Dann kann man ihm immer ein Horn direkt wegsprengen. Und ich kann mit Schallbomben bestimmen, wo der auftaucht, wenn er sich mal im Boden vergräbt. So, du gehörst mir. Mein Pokémon. Ich fand das übrigens brutal, was er mit dem Anjanath gemacht hat. Der hat ihn einfach aufgespießt. Auch wenn es nicht so sehr danach aussah. Warte, Schallbombe. Erstmal auf die Flüge gehen. Ich wollte nicht da was mopsen. Ja, du schreist rum, ich hör's. Kannst da reingucken. Vielen Dank. Danke für die Kooperation. Schön, dass wir uns einig sind, Diablos. So, dich werde ich jetzt gleich kastrieren. Danach versuche ich dich in eine Wand chargen zu lassen. Jawohl, danke. Ist er geflüchtet? Der ist geflüchtet, anstatt sich nur einzugraben. Ich merke gerade, der ist nicht alleine. Der ist überhaupt nicht alleine. Dann nutze ich erstmal den Cooler Jakku gegen ihn aus. Oder gegen beide. Soll mir auch recht sein. Kann von beiden das Material gebrauchen, um ehrlich zu sein. So sollen die sich doch weiter prügeln. Goldener Schlamm. Mann, habe ich hier viel eingesammelt. Und ich kann direkt den Almudron noch nutzen. Jo. Sag ich doch nicht nein. Kann ich noch mehr Material aus dem Diablos rausprügeln. Ich glaube, du bist sogar stark gegen den. Pam. Ei, müsste ich ihn noch reinhauen können. So. Ich habe ihn sogar was gebrochen dabei. Also, wenn man dem Almudron reitet, der ist ja mega stark. Ich habe ihn ein Horn abgetrennt. Der kann übrigens nicht mehr in die Wand chargen, wenn beide Hörner schon kaputt sind. Das heißt, das Horn muss ich auf jeden Fall erstmal in Ruhe lassen. Ja, ich weiß, du willst mich anschreien. Komm, komm, charge mich rein, komm. Komm, chargen. Wo sind die? Ich habe die Schallbomben gesucht. Das ist nicht das Chargen, was ich meine. Komm, jetzt charge. Du musst genau an der Wand stehen dafür. Hier bin ich. Dann eben nicht. Dreh ich dir halt erstmal das da ab. Brauchst ja eh nicht.
Der ist bei dem gefühlt wirklich fast nur Deko. Aua. Mann, kann da endlich mal seinen Charge-Angriff machen. Ich will die Bomben nicht umsonst mitgenommen haben. Zack. Dem kann man übrigens auch Hörner, Schweif und Rücken brechen. Jetzt haut der schon wieder ab. Nur weil er an den cooler Jaku dran will. Also, meinetwegen kann er das machen. Soll er sich halt mit dem prügeln, statt mit mir. Ich habe ihm wieder was gebrochen. Ja, war zu spät. Der will aber auch nicht, ne? Hier. Gleich reicht's mir. Ach, jetzt chargst du endlich. Immer schön an der Wand stehen. Getroffen noch. Müsste eh mal wetzen. Sagt, ich muss mal wetzen, du Dreckiger. So. Wollt's ja nicht hören. Ich setz erst die Nebelschnecke und dann wetze ich. Weil die Kombination finde ich immer ganz gut. Ich bin unfähig, dieses Ding zu treffen. Dass man Schweif nennt. So, der A-Angriff. Okay. Dann in die Wand mit dir. Reiß jetzt. Fallgrube. Fassbomben setzen. Wo ist die? Ach, scheiß drauf. Pam. Irgendwann habe ich auch die Faxen dicke. So, und jetzt ab damit. Da kannst du noch reingucken. Nein. Danke. Check. Ich liebe diesen Angriff. Oh, er ist fangbereit. Einmal reingucken, bitte. Das war's. So Leute, wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.